Ja, kann man denn dann sagen, dass das bayerische Wesen vielschichtig und spannungsreich ist? Also zum Beispiel spielerisch und hintergründig. Neben Jähzorn steht auch die Bedächtigkeit. Einerseits ungeheuer Respekt vor der Obrigkeit, andererseits Aufsässigkeit und auch Eigenbrötelei. Kann man sagen, dass diese spannungsreichen Gegensätze den Bayern schlechthin charakterisieren? Wiederum denke ich, gibt es nicht die Bayern. Die Altbayern haben eine etwas andere Mentalität in verschiedenen Dingen wie die Schwaben. Und die Franken betonen ihre eigenständigen Prägungen. Natürlich haben wir viele Gemeinsamkeiten gleichzeitig. Die Aufsässigkeit, die war vielleicht in manchen Zeiten ausgeprägter wie jetzt, gegenüber der Obrigkeit, weil sie noch stärker als Obrigkeit erlebt wurde. Und so gibt es im Laufe der Zeit, glaube ich, noch ja, Prägungen in der Zeit, unterschiedliche Mentalitäten, die sich mal stärker, mal weniger entwickeln. Aber es ist schon, glaube ich, ein gemeinsamer Nenner wieder Selbstbewusstsein, Identifikation mit Land und auch Selbstbewusstsein. Und man spürt ja auch, dass es weltweit beachtet wird, so wir kommen aus Bayern. Da will ich jetzt nicht andere Namen nennen, Bundesländer, weil das wäre eine falsche Gegenüberstellung. Aber da würden viele in der Welt weniger damit anfangen können, wie heute mit diesem Begriff Bayern. Aber in sich ist das, ich glaube, ist eine unterschiedliche Wahrnehmung von außen her. Und wir haben recht unterschiedliche Prägungen und auch das, was für uns persönlich wieder Bayern wichtig macht. Ne? Es ist letztlich so etwas wie Heimatgefühl. Es ist emotional so etwas wie Heimat, wieder ganz unterschiedlich geprägt. Aber das ist wieder gleichzeitig etwas, wo die Menschen mehr denn je Bedürfnis haben, Sehnsucht haben, in einer horizontlos offenen, pluralen, vielschichtigen und sich so rasch verändernden Welt einen Raum, mit dem man sich identifizieren kann. Und deswegen werden ja diese Identitätsfragen gegenwärtig wieder so wichtig. Wo bin ich zu Hause? Wer sind wir? Und jetzt geht es aber wieder darum, dass wir dabei ja selbst lernen. Nicht, primär geht es wieder um Abgrenzung, etwa in dieser schwierigen Frage um Leitkultur, sondern unsere eigene Identität ist eine, die grundsätzlich offen ist. Wieder eine andere Frage ist dann, dass selbstverständlich für unser Zusammenleben maßgeblich ist, was einmal die Regeln unseres Staates sind und was halt die prägenden Regeln unserer Kultur sind. Am konkreten Beispiel, dass eben trotz der Kinder, meinetwegen aus anderen Kulturen, dann im Kindergarten nicht plötzlich christlich benannte Feste wie das Martinsfest oder andere umfunktioniert werden in einer falschen Anpassung an irgendein neutrales Gebilde, ein Lichterfest. Identität, aber gleichzeitig eben auch Offenheit. Man kann es auch anders nennen, Patriotismus im Sinne der Wertschätzung, der Identifikation zur eigenen Kultur. Andere würden vielleicht auch sagen Liebe und Respekt vor anderen Kulturen. Nationalismus ist immer Überhöhung des eigenen bis zum Religionsersatz. Das war der Weg der Nazis bis hin dann zum Germanenkult, weil man irgendwo das Religiöse irgendwo doch immer noch die stärkste Kraft wo ist. Aber gleichzeitig eben Abwertung, Ausgrenzung, Verächtlichmachung anderer Kulturen und von Minderheiten. Und diese Fragestellung, diese Unterscheidung, Patriotismus oder Nationalismus, hat leider eine hohe neue Aktualität, auch innerhalb schon von Europas.